warum die Zitronen sauer wurden. Ich muss es wirklich mal betonen. Ganz früher waren die Zitronen, ich weiß nur nicht mehr genau, wann dies gewesen ist, so süß wie Candice. Bis sie entsprachen wir Zitronen, wir wollen groß sein wie Melonen. Auch finden wir das Gelb abscheulich. Wir wollen rot sein oder bläulich. Gott hörte oben die Beschwerden und sagt, daraus kann nichts werden. Ihr müsst so bleiben, ich bedauere. Da wurden die Zitronen sauer. Die Schule ist, das weiß man ja, in erster Linie dazu da, den Guten wie den Bösewichtern den Lehrstoff quasi einzutrichtern. Allein, so ist nun mal hienieden. Die Geistesgaben sind verschieden. Mit Löffeln, ja sogar mit Gabeln, frisst Kai die englischen Vokabeln. Karl-Heinz hat aber erst nach Stunden die Wurzel aus der Vier gefunden. Und doch. Karl-Heinz als dumm verschrieben wird Chef und man bewundert ihn. Und Kai, in Uniform gezwängt, steht an der Drehtür und empfängt und braucht in Englisch höchstens dies, Good morning, Sir, und manchmal Please. Hieraus sieht der Dümmste klar, dass der, der Dümmer, klüger war. Hero und Leander oder falsche Sparsamkeit? Hero und auch die Leander. Sie hatten gar nichts miteinander. Das lag hauptsächlich an der Länge und Breite jener Meeresenge, die man, hat man nicht gerade gepennt, als Hellespont von früher kennt. Nun war der Hero ja schon immer bekannt als Sportler, nämlich Schwimmer. Weshalb er eines Mittwochs rief, ich schwimme zu ihr, ist's auch tief, ist auch die Strecke nass und lang. Das macht er schon, mir wird nicht bang. Ich arbeite bis Freitag bloß, dann schwimme ich nach Dienstschluss los. Darauf schrieb er eine Ansichtskarte, ich komme ganz früh am Samstag, warte. Doch weil du, liebe Lea, faktisch direkt am Ufer wohnst, was praktisch, so zünde eine Kerze an und stell sie in dein Fenster dann, damit sie leuchte und mich leite zu dir bis auf die andere Seite. In 6 bis 7 Stunden höchstens bin ich dann da, leb wohl, bis nächstens. Ich geb dir einen Vorschusskuss, hier hast du, und warf die Karte in den Kasten. Und Freitagnacht, wie vorgesehen, sprang er. Die Uhr war kurz nach 10, bekleidet nur mit einer Hose, im Munde aber eine Rose und mit Salatöl eingerieben ins Wasser mit dem Ziel nach drüben. Zweitens, der Untergang. Das Meer geht hoch, die Winde wehen, die Nacht ist schwarz, da kann ich sehen, den Mond und auch die Sterne nicht. Doch. Auch nicht seiner liebsten Licht. Wie sehr er die Pupille weitet, wo bleibt die Kerze, die ihn leitet? Pardon, geht's hier zum anderen Ufer, brüllt er. Doch niemand hört den Rufer. Schwer noch kann er sich im kalten Gewässer über Wasser halten, da verliert die Meergetose die Orientierung und die Rose. Er murmelt paar Mal. Junge, Junge. Dann dringt ihm Wasser in die Lunge, er nimmt noch 2, 3 Schluck, drauf sinkt er bis auf den Grund und hier ertrinkt er. So endete das Sein für ihn durch eine Kerze, die nicht schien. Drittens die Erläuterung. Nun fragen Sie wohl unterdessen, weshalb hat sie das Licht vergessen? Weil sie, wieso das Schicksal spielt, die Post erst Montag früh erhielt. Da war es zu spät zum Leuchten. Da lag er schon im Grab, im Feuchten. Hätte ein Telegramm geschickt, wäre ihm das Vorhaben geglückt. Es bot der arme Trödlersmann dem Grafen ein Gemälde an. Das zeigte farbig, froh und frisch 2 Gläser Milch auf einem Tisch. Der das gemalt war namenlos, das Bild dagegen rahmenlos. Da sprach der Graf zum Trödlersmann, was fange ich ja nur Rahmen an? Der Rahmen ist das A und O für dieses Machwerk sowieso. Und dann der Preis, ganz unerhört. So viel sind 2 Glas Milch nicht wert. Und außerdem fällt, wie ich sagte, der Rahmen. Also guten Tag.
Da packte unser Trödersmann das Bild ein und sprach traurig dann, wie doch's Interesse gleich erlahmt an Milch, ist sie wie hier entrahmt. Zu Ostern in Hersfeld die Mutter spricht, bald wird es Zeit fürs Festtagsgericht. Drum geh, meine Tochter, hinab in den Keller und fülle mit Sauerkraut hier diesen Teller. Ach, Mutter, mir träumte neulich von einem Mann. Der Mann war abscheulich. Komm, lass uns den Keller vergessen, wollen wir was anderes essen. mein Kind, ich seh's genau. Du kommst in die Jahre, wirst langsam Frau, siehst überall Männer, die lauern. Gehol von dem Kraut, von dem Sauren. Mariechen tut es. Sie schreitet hinab, hinab in den Keller, da finster wie's Grab. Dort füllt sie den Keller vom Blech. Doch solange sie auch füllt, es kommt kein Mann. So ein Pech. Darum Pech, Mariechen. In dem Land des Weisen und Brahma lebte jahrelang ein Lama, dem es niemals wollte glucken, weit im Bogen auszuspucken. Schrecklich litt es seelisch wegen diesem seinem Unvermögen, und die Tränen waren ihm nah, wenn es andere spucken sah. Heimlich übte es im Sitzen oder Stehen den Mund zu spitzen und dann zielgerecht durch dessen Spalt den Strahl hinauszupressen. Doch selbst in bequemster Lage förderte es nichts zutage. Und so endet unser Drama. Schließlich musste unser Lama vor den Thron des Brahma traben, ohne je gespuckt zu haben. Die Made. Hinter eines Baumes Rinde wohnt die Made mit dem Kinde. Sie ist Witwe. Denn der Gatte, den sie hatte, fiel vom Blatte, diente so auf diese Weise einer Ameise als Speise. Eines Tages sprach die Made: Liebes Kind, ich sehe gerade, da drüben gibt es frischen Kohl, den ich hol, so lieb den wohl. Halt, noch eins, denk, was geschah. Geh nicht aus, denk an Papa. Also sprach sie und entwich. Meine Junior aber schlich hintendrein, und das war schlecht. Denn schon kam ein bunter Specht und verschlang die kleine, zarte, fade Made ohne Gnade. Schade. Hinter eines Baumes Rinde ruft die Made nach den Kindern. Ein Pianist spielt Liszt. O, eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten lenkst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preis ich. Du bist ein gottgesandter Streiter, ein Hero seiner Kordarbeiter. Im Schweiße deiner flinken Finger drückst du auf jene langen Dinger, die man gewöhnlich Tasten nennt und die, grad wie beim Schach getrennt, in Schwarz und Weiß ihr Dasein fristen als Requisit des Pianisten. Doch nicht nur deiner Finger schwielen brauchst du zum Greifen und zum Spielen, nein, was man meistens gar nicht glaubt. Du brauchst dazu sogar dein Haupt, mal fällt's, als ob du schlafen musst auf deine stark erregte Brust, mal fällt's mit furchtbar irrem Blick, soweit es irgend geht, zurück. Und kommst du gänzlich in Ekstase, hängt dir ein Tropfen an der Nase. Und hast du endlich ausgerast, sagt sich der Hörer, Licht, Notlast. O eminenter Tastenhengst, der du der Töne Schlachten lenkst und sie mit jeder Hand für sich zum Siege führst, dich preise ich. Und jeder Hörer merkt alsbald, du siegst mit List, nicht mit Gewalt. Die Selbstkritik hat viel für sich. Gesetzt den Fall, ich tadle mich, so habe ich erstens den Gewinn, dass ich so hübsch bescheiden bin. Zum Zweiten denken sich die Leute, der Mann ist lauter Redlichkeit. Auch schnapp ich drittens diesen Bissen vorweg, den anderen könnt ich küssen. Und viertens hoffe ich außerdem auf Widerspruch, der mir genehm. Und so kommt es denn zuletzt heraus, dass ich ein ganz famoses Haus
der Fischer. Das Meer ist angefüllt mit Wasser und unten ist es besonders tief. Am Strande dieses Meeres saß er, das heißt er lag, weil er schlief. Und nun nochmal, am Strande saß er, das heißt er lag, weil er schlief. Und in dem Meer war sehr viel Wasser und unten war es besonders tief. Da plötzlich teilten sich die Fluten und eine Jungfrau kam herfür. Auf einer Flöte tat sie Tuten. Es war kein schöner Zug von ihr. Dem Fischer ging ihr Lied zu Herzen, obwohl sie falsche Töne pfoff. Man sah ihn in das Wasser stürzen, dann ging er unter und ersoff. Herr Heinrich Heine aus Ohnegleichen, der sammelte gern Postwirtzeichen, mit Zähnen und mit glatten Rändern, aus Übersee und anderen Ländern, und klebte sie alle vereinigt, jedoch geordnet und gereinigt ins Album, wie man das so muss. Nur fehlte die Mauritius. Was hatte er nicht unternommen, um diese Marke zu bekommen? Ja, selbst als er in Minne frönte mit Minna, die ihn arg verwöhnte, so fragte er nach jedem Kuss. Hast du nicht die Mauritius? Bald brachte beiden Adebar ein Kind, das zwar ein Mädchen war, doch Heinrich fasste den Entschluss, die nennen wir Mauritius. Gewiss, der Name passt nicht recht für ein Kind von weiblichem Geschlecht, jedoch zur Endzeit der Verdruss, ich habe eine Mauritius. Sehr früh schon ging das Mädchen gern in Bars, damit es tanzen lernt und dadurch körperlich erstarke. Die wurde vielleicht eine Marke. Fritz, der mal wieder schrecklich träge, vermutet, heute gibt es Schläge und knüpft zur Abwehr der Attacke ein Buch sich unter seiner Jacke, weil er sich in dem Glauben wiegt, dass er was auf den Buckel kriegt. Die Schläge trafen richtig ein. Der Lehrer meint es gut, allein die Gabe wird für heute gespendet, mehr unten, wo die Jacke endet. Wo Fritz nur äußerst leicht bekleidet und darum ganz besonders leidet. Ach, dass der Mensch so häufig irrt und nie recht weiß, was kommen wird. Das Gewitter. Der Mond verbirgt sein bleiches Licht, die Sterne am Himmel. Sie funkeln nicht, die Nacht ist schwül, im Herzen wird's bang. Der Uhu krächzt einen Totengesang. Da bricht zur schwarzen Nacht hervor, als wäre geöffnet der Hölle Tor, als stünden die Säulen des Erdballs in Flammen, als stürze das ganze Weltall zusammen. Aus den Wolken feucht im Schoß, der Regen in Strömen sich ringsum ergoss, als wollten des Wassers wilde Gewalten das Land zum unendlichen Meere gestalten. Und wir zerstürmet und brandet und kracht. Da! Eine Jungfrau tritt hinaus in die Nacht und ruft in die tosenden Winde hinaus. Es ist ein Dreckswetter, da bleib ich zu Haus.